Angekommen sind wir schweigend vom Buderusplatz, ein jeder in Gedanken nachsinnend. In Gedanken nachsinnend, was Unfassbares vor 70 bis 80 Jahren an Grausigem und Grausamen aus deutscher Hand geschah und was in der Befreiung des Lagers Auschwitz offenbar wurde, aber noch lange nicht sein Ende fand. Auf den hastig zusammengetriebenen Todesmärschen von über 56.000 Häftlingen alleine aus Auschwitz starben noch Tausende. Und die seelischen und körperlichen Verletzungen zeichnen die Überlebenden bis heute. Hören wir die Stimme eines bekannten Überlebenden. Das Schrecken, das sich in seinen Worten wiederfindet, Eli Wiesel in seinen Nachtgedanken. Nie werde ich diese Nacht vergessen, die erste Nacht im Lager, die aus meinem Leben eine siebenmal verriegelte lange Nacht gemacht hat. Nie werde ich diesen Rauch vergessen. Nie werde ich diese kleinen Gesichter der Kinder vergessen, deren Körper vor meinen Augen als Spiralen zum blauen Himmel aufstiegen. Nie werde ich die Flammen vergessen, die meinen Glauben für immer verzehrten. Nie werde ich das nächtliche Schweigen vergessen, das mich in alle Ewigkeit um die Lust am Leben gebracht hat. Nie werde ich die Augenblicke vergessen, die meinen Gott und meine Seele mordeten und meine Träume, die das Antlitz der Wüste annahmen. Nie werde ich das vergessen. Und wenn ich dazu verurteilt wäre, so lange wie Gott zu leben, nie. Wofür steht Auschwitz? Für unvorstellbare Zahlen einer Todesfabrik. Mindestens 1,1 Millionen Menschen fanden dort innerhalb von 4 Jahren den Tod, vergast, zu Tode geprügelt, erschossen, misshandelt, verhungert, medizinischen Experimenten geopfert. Unvorstellbar. Auf die Frage, was bringen Sie, eine in Deutschland geborene Jüdin, die die Shoah überlebt hat, mit dem Namen Auschwitz in Verbindung, antwortet die ehemalige Vorsitzende des jüdischen Zentralrates, Charlotte Knobloch. Auschwitz ist Auschwitz. Das ist eine eigene Dimension. Es gibt nichts Vergleichbares. Auschwitz ist ein monströser Teil der Shoah, der kalt geplanten und industriell betriebenen Ermordung der europäischen Juden. Der größte Zivilisationsbruch in der Menschheitsgeschichte, präzedenzlos, singulär, unvorstellbar bis heute. Und so sagt sie weiter, für mich persönlich begann Auschwitz am 9. November 1938 in der Reichskristallnacht, als ich an der Hand meines Vaters durch München taumelte, vorbei an zerstörten Geschäften, dem Rauch über der Synagoge, aber auch vorbei an tatenlosen Zuschauern, an teilnahmslosen Gaffern. Ich, das kleine Mädchen, verstand damals nichts und doch alles. Die Tränen, die ich damals vergossen habe, begleiten mich mein ganzes Leben. Zitat Ende. Und darum sind wir heute hier, an diesem Ort in Wetzlar, am Gedenkplatz
der ehemaligen Synagoge am Gedenkplatz der Pogrome des 9. November, weil es diese direkte Linie von der Reichspogromnacht bis nach Auschwitz gibt. Viele Interviews, viele Dokumentationen, Zeitzeugenberichte, die letzten ihrer Art, die möglich sind, bringen uns die Ereignisse von damals in diesen Tagen näher. Doch nichts, glaube ich, geht auch heute über einen persönlichen Besuch des Todesortes, wie er auch hier in Wetzlar von vielen Schülergruppen durchgeführt wird. Ich selbst habe als junger Mann, 19-jährig, das Konzentrationslager zu Beginn meines Zivildienstes mit Aktion Sühnezeichen erlebt. Man wird zunächst durch Werk- und Schlafräume geführt, Pritsche an Pritsche, vierfach übereinander, eng, kaum Luft zum Atmen. Und dann geht es nach Birkenau rein ins reine Vernichtungslager. Das, was die Sowjetarmee damals am 27. Januar vorgefunden hat, wird hinter großen Glasvitrinen aufgetürmt, wohl bewahrt. Berge von Kleidern, Berge von Schuhen, Berge von Brillen und Prothesen, Berge von Menschenhaar. Hier kommt einem das ausgelöschte Leben besonders nah. Es erschütterte mich zutiefst, machte mich sprachlos und fassungslos. Nicht nur, dass unendlich gemordet wurde, nein, man hat auch noch mit dem, was von Kleidung und Körperteilen verwertbar war, seine weiteren zynischen Geschäfte gemacht. Wozu sind Menschen fähig? Und dann haben wir Freiwilligen, wir Sühnezeichler, selbst freiwillig Spaten und Schaufel in die Hand genommen, um die Erinnerungsstätte zu pflegen. Baracken, Arbeitsräume, Krematorien herzurichten. Heute ist vieles restauriert und ein großes Begegnungszentrum, internationales Begegnungszentrum, leitet die Menschen in ihrem Besuch an. Aus der ganzen Welt kommen Gruppen. Aus Israel kommt fast jedes Schulkind. Auch einige arabische Gruppen, christliche und muslimische Palästinenser, haben den Weg dorthin gefunden, um das Leid, um das Trauma ihrer jüdischen Nachbarn verstehen, fassen zu lernen. Wir müssen die Erinnerung festhalten, damit es sich nie wiederholt, damit wir heute wachsam sind, wenn sich Judenhass und Antisemitismus wieder bis in die Mitte unserer Gesellschaft ausbreiten, wie es Untersuchungen in den vergangenen Jahren gezeigt haben. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen den mörderischen Ereignissen in Paris unsere Wachsamkeit entgegensetzen. An dieser Stelle heute hier möchte ich sagen, Je suis Jew. Denn Juden sind ermordet worden, weil sie Juden sind. Unsere uneingeschränkte Solidarität muss allen Juden, die unter uns leben, gelten und allen, die unter uns verfolgt werden, ausgegrenzt werden, allen, denen Lebens- und Bleiberecht streitig gemacht werden. Wir dürfen die Türen nicht verschließen, die so viele Juden vor 60 bis 70 Jahren weltweit verschlossen vorgefunden haben, in ihrer Suche nach einer sicheren Bleibe. Sie haben Kerzen dabei.
Einige haben ihre Kerzen entzündet, andere mögen es jetzt nutzen, die Gelegenheit, die Kerzen zu entzünden. Und ich möchte erzählen, wie mit Kerzenlicht in Yad Vashem, der nationalen Gedenkstätte in Israel, gedacht wird. Dort in Yad Vashem, einem großen Areal mit vielen Erinnerungsbrücken, gibt es ein sogenanntes Kindermemorial. Ein eigener Ort, an dem der 1,5 Millionen junger Menschen, die ermordet wurden, in allen Konzentrationslagern gedacht wird. Dieses Gebäude besteht aus einem dunklen Raum. In der Mitte steht eine einzige Kerze. Das Licht dieser Kerze wird durch kunstvoll angeordnete Spiegel millionenfach reflektiert. Und die Lichter leuchten nun wie Sterne am Nachthimmel. Die Besucher werden an diesem Licht vorbeigeführt. Und sie zählen, sie sehen die unzähligen Reflexionen und hören Namen, Herkunftsort und Alter der im Holocaust ermordeten Kinder. Das ist ungeheuer einprägend. Am Ausgang des Gebäudes erwartet einen die Skulptur des berühmten Warschauer Pädagogen Janusz Korczak, der die Kinder und das Leben liebte, der dem Holocaust hätte entweichen können, aber 1943 freiwillig mit den Kindern in den Transport nach Treblinka ging, um sie in ihrer schwersten Stunde nicht alleine zu lassen. Nicht erst im Sterben, sondern mitten im Leben, im bedrohten Leben, wollen wir heute unsere jüdischen Geschwister und alle anderen, die heute von Verfolgung, Ausgrenzung und Vertreibung bedroht sind, nicht alleine lassen. Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als in der Dunkelheit zu verharren. Denn schon ein Licht vertreibt die Finsternis und viele Lichter setzen ein Zeichen fürs Leben. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Viele unter uns, Christen, Juden, Muslime, glauben gemeinsam an einen Gott, der leben will, der Leben schützen will. Diesen einen Gott rufen wir an. Du Gott des Lebens, angesichts unendlichen Todes damals und vieler Todesbedrohungen heute, richte unsere Füße auf Wege des Friedens. Lenke unsere Hände zum Schutz der Bedrängten und lass unseren Mund sich öffnen zum lauten Protest gegen den Tod für das Leben. Amen. Wir hören jetzt ein Lied aus dem Ghetto Lodz unter deinen weißen Sternen. Unter deine weiße Stern streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wärter seinen Tränen, Wellen ruhen in dein Hand. Sei es dunkel, sei er finker, in mein Keller dicken Blick. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. Und ich will doch gottgetreuer dir vertrauen mein Vermeck, weil es Mond in mir ein Feuer und ein Feuer meine Tag.
Mooren, Keller, Löcher, wenn die mörderische Ruh, lauf ich Hecher über Dächer und ich such, wo bist du, wo? Lauf ich Hecher über Dächer und ich such, wo bist du, wo? Nehmen jagen mich mit Schonne, Trepp und Häufen mit Geweih. Nehme ich ein geplatztes Tonne und ich sing zu dir so. Unter deine weiße Stirn streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wärter seinen Traum willen ruhen in dein Hand. Meine Wärter seinen Traum willen ruhen in dein Hand. Unter deinen weißen Sternen streckt zu mir deine Hand. Meine Wörter sind Tränen, möchten ruhen in deiner Hand. Lasst uns noch einen Moment im Schweigen verharren, der Opfer gedenken. Gott des Lebens, lass uns aufstehen gegen den Tod. Lass uns einstehen, gehen und aufschreien für das Leben. Wir wollen diesen Ort in Stille verlassen bis zur nächsten großen Straße und dort bis zum Weg zum Eisenmarkt können Sie auch das, was ihm auf den Herzen ist, an guter Botschaft für das Leben laut mitteilen.